Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen. Der Herr L., den hatten wir ja schon mal in Sachen mit dem äh, Kraftwerk gehabt, der hat uns da auf Spuren gebracht. Der ist da ganz fleißig und ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei ihm. Ähm, der hat uns auf die Spur gebracht, die also hochinteressant ist und äh, die wirklich nicht zu verleugnen ist. Es ist wirklich klasse. Und deswegen nochmal unser ausdrücklicher Dank an den Herrn L. Ähm, das, wie gesagt, so am Rande, am Anfang. Wir sehen hier in dem Bild das digitale Geländemodell vom Kupferschloss. Also wir sind in Ordruf. Ihr seht oben der viereckige Teil, das ist das Schloss selbst. Und der untere Teil, dieser Krater, den ihr dort seht, das ist die Grube, die sich kein Mensch erklären kann. Ich habe ja schon mal den Verdacht geäußert, das könnte sein, dass euch tatsächlich dort... Ein entsprechendes Vorgrube, also eine Vorgrundierung für das Schlossbefund, dass man dort halt das Schloss hinbauen wollte. Dann hat man gesagt: Okay, das geht hier nicht, wir haben hier irgendwelche Störungen im Boden, bauen wir es woanders hin. Auf den Störungen. Da sind wir drauf geblieben. Da hat uns auch ein anderer Kollege hier äh, bei YouTube einen schönen Bericht per E-Mail zugeschickt. Fand ich ganz, ganz, ganz klasse. Der hat uns da also auch mal auf diesen Zugang von der Seite links, äh, jetzt im Bild hier rechts unten gebracht, dass das vielleicht die Bahnzufahrt wäre, weil er ist immer noch an den Loren dran gewesen. Auch da an den Herrn vielen Dank. Möchte den Namen nicht nennen, das ist für uns selbstverständlich. Aber wie gesagt, der hat da auch seinen Beitrag zugeleistet. Und das Interessante wird es tatsächlich sein, dass wir jetzt ein Geheimnis dieses entsprechenden Schachtes bzw. dieses Kraters gelüftet haben. Denn das, was wir im Georadar dort in der Nähe gefunden haben, also wir sind nicht auf dem Gelände des Kupferschlosses, sondern wir sind auf dem Feld dahinter. Das schon mal gesagt, also wir können euch nicht die genaue Position sagen, aber wir können euch sagen, in dem Feld hinterm Schloss. Da gibt es folgende Anomalie. Wechseln wir einmal zum Georadar. Also das ist jetzt die Auswertung. Wir haben sie auf 28 Meter Tiefe abgeschnitten, um die Datenmenge zu haben. Und ihr seht es schon direkt an der blauen Linie runter, entwickelt sich dort eine, ich sage mal, definitiv nicht natürliche Darstellung. Ich mache das nachher noch genauer. Ich zoome da rein und spiele da rum. Ich habe sogar mit zwei verschiedenen Farben gemacht. Ihr seht ja, unten ist der Teil unten etwas abgetrennt von dem oberen. Da müssen wir ein bisschen anders arbeiten. Also da ist dann eine Tiefenschicht, die uns da ein bisschen blockiert. Die haben wir also ein zweites Mal rausbekommen mit einer zweiten Messung. Hier seht ihr das mal. Wir haben es einfach mal grau gemacht. Dadurch kann man oben und unten parallel sehen. Das wollen wir darstellen. Und das ist also hier. Vermutlich mal eins der Geheimnisse des Kupferschlosses. So muss man es einfach sagen. Ich kann euch die Position ungefähr sagen, es ist im Feld hinter. Dem Schloss. Das habe ich schon versucht darzustellen. Also, ihr müsst jetzt nicht auf dem Feld da rumrennen und eben die, den Acker zertrampeln. Da ist nichts großartig oben zu sehen. Wir haben zwar den Verdacht, dass wir im Lieder tatsächlich was sehen können, weil da müsst ihr auch mal ganz genau drauf gucken, in der größten Auflösung und in der 1-Meter-Karte. Aber wie gesagt, hier seht ihr jetzt mal einen Schacht, der runtergeht. Der ist also senkrecht. Und ihr seht diese Noppel, nenne ich sie mal, die da rausgucken. Diese Noppel, diese Muppel, wie man auch immer sieht, vermuten wir, dass das Einbuchtungen im Fels sind und die sollen wahrscheinlich als Betonanker die Stabilität für die Schienen halten, so würde ich es bauen, so würde ich es interpretieren. Wenn ich also jetzt da senkrechte Fahrkorb Schienen habe, dann würde ich das da runterbringen. Das interessante ist also, wir haben eine Erklärung dafür, was damals los war und wie das sich mit heute verbunden hat. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass uns der Altbergbau hier wirklich weiterbringt. Das ist das nächste Ziel. Wir müssen wirklich nach Altbergbau suchen in der Gegend. Mir hat mal einer gesagt, das sah hier tatsächlich so aus wie damals im Bereich des Ruhrgebietes. Also hier sollen Förderschächte neben Förderschächte gestanden haben. Und äh, das setzt natürlich dann auch ins Gegenteil um, dass wir jeder Menge, jede Menge, ähm, ich sag mal, Aushub haben, der schon lange da gewesen ist, der so also heute gar nicht mehr ausgehoben werden muss. Und wenn ich unterirdisch Aushub produziere, also Abraum, der rausgefördert wird, dann kann ich diesen Abraum jederzeit auch unten unterirdisch verstecken. Das wäre eine Erklärung für den fehlenden Abraum. Ja, liebe Freunde, und damit ihr mal seht, wie so ein echter Fahrkorbschacht, also der richtige Förderschacht, aussieht, hier seht ihr mal so ein Bild. Da haben wir rechts und links die Schienen, in denen der Förderkorb nach oben und unten gefahren ist. Ihr seht noch Rohre, die runterführen, Frischluft- und hochpumpen und allen möglichen Sachen. Das seht ihr hier mal. Und genau darum geht's. Genau das suchen wir aus dem Altbergbau. Und damit möchte ich mich bei euch verabschieden, möchte aber noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wir machen wieder dieses Jahr eine YouTube Tour. Anmeldeschluss ist der 15. August. Ihr könnt Einzelzimmer buchen, ihr könnt Doppelzimmer buchen. Die Einzelzimmer sind diesmal ein bisschen teurer als die Doppelzimmer. Das muss ich leider so machen, weil mir setzten leider die Gasthöfe eine kleine Grenze. Das hat sich alles ein bisschen verändert, wie wir es früher machten. Hat Corona leider auch da zugeschlagen. Ihr seht gleich mal den. Datum. Es ist vom 29.03. bis 3.10. also über das lange Wochenende. Und äh, wir bieten das an für 470 Euro inklusive Frühstück. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Und ihr werdet vor allen Dingen eine ganze Menge aus dem Nähkästchen kriegen, also Sachen, die ich niemals im YouTube-Kanal zeigen würde. Wenn ihr wollt habt, könnt ihr da gerne kommen. Bitte beachtet, auf dieser Tour gilt aus gesetzlichen Gründen und aus meinen eigenen Ansprüchen heraus absolutes Alkohol verbraut. Wenn wir abends mal so ein Bierchen trinken, ist das kein Thema, aber sonst bitte etwas Zurückhaltung. Dies vor allen Dingen aus den schlechten Erfahrungen der vorletzten Tour, wo jemand schon betrunken beim ersten Kontakt ankam, hat sich beim Empfang gemeldet und äh, war da schon richtig angetüdelt und hat theoretisch auch die Vorlesungen geschmissen, weil er gar nicht daran interessiert war. So was brauchten wir alle nicht, das braucht ihr nicht, wenn ihr kommen wollt, das brauchen wir nicht, weil wir wollen wirklich auch wirklich ins Nähkästchen gehen und wir wollen noch ein bisschen was über unsere Forschung im Bereich von Thüringen zeigen. De, äh, Sachsen ist da ein Thema. Wir haben da eine Menge zu zeigen, wo wir heute stehen und das wollen wir alles erklären. In dem Sinne, ich freue mich auf jeden, der sich meldet. Einfach eine E-Mail schreiben mit Kontaktdaten. So geht das. In der E-Mail sollen dann eure Kontaktdaten stehen mit Telefonnummer, Adresse und so weiter. Ihr müsst bitte auch reinschreiben, dass ihr ganz konkret buchen wollt, wie viele Personen und so weiter und so fort. Das ist wie bei jedem normalen Reiseanbieter. Äh, das müssen wir leider so machen, denn auch ihr wollt eine Rechtssicherheit haben, wenn ihr was überweist. Das wollen wir für euch machen. Wir wollen eine Rechtssicherheit gegenüber euch haben und wir bitten euch dann auch, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, falls ihr einen Ausfall habt. Also das ist wie, als wenn ihr eine Reise bucht. In dem Sinne, ich bedanke mich ausdrücklich fürs Zuschauen und wünsche mir natürlich, dass wir möglichst viele Leute zusammenkriegen, um das Ganze zu zeigen. Wir haben insgesamt zehn Zimmer, die sollten wir vollkriegen. Bis dann, tschüss.